Herzlich willkommen, liebe RPG-Maker-Freunde, zu einem weiteren Part Lonely. Wir brauchen diesen Speicherstand. So. Es ist schon wieder eine Weile her. Ich muss kurz blicken. Leben sieht gut aus, Verstand sieht gut aus. Ja. Wir haben beim letzten Mal Johnny getroffen. Und ich suche mal eine Karte. Dann können. Da ist er. Dann können wir mal genauer besprechen, wie wir jetzt weiter vorgehen. Seht ihr die Maus? Ja. Wir haben es jetzt mal Johnny hier getroffen. Und hier sollte auch ein Ausgang sein. Das ist hier leider nicht direkt eingezeichnet, aber da wir von hier gekommen sind, von oben. Ist ja naheliegend, und hier ist der Weg natürlich blockiert, ist ja naheliegend, dass man hier auch nach oben hinweg kann. Allerdings ist Johnny hinter der Tür verschwunden und hat uns zurückgelassen. Da er uns aber ursprünglich zum nordöstlichen Ausstieg geschickt hat, der hier ist, will ich es da nochmal versuchen. Denn wir haben einen neuen Schlüssel bekommen, der sich da schimpft. Universal-Gitterschlüssel. Und den würde ich ganz gerne ausprobieren. Da sind wir beim letzten Mal nicht weitergekommen. Ja, weil da halt ein Gitter im Weg war. Und wir gucken mal. Es ist eigentlich derselbe Weg wie zu den Pennern, sage ich jetzt einfach mal. Nur nach oben und nicht nach unten. Deswegen bleiben wir hier mal ein wenig auf dem Weg. Nee, genau in die andere Richtung, Tim. Genau in die andere Richtung. Da, ich. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich da rechts überhaupt durchkomme. Die seitlichen Türen sind hier mitunter nicht so gut zu sehen. Nee, hier geht's nicht lang. Ich werfe hier nochmal kurz einen Blick drauf auf die Karte. Ja, dann müssen wir es halt unten rum versuchen. Duck, 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 duck. Show me the way. Ah, Vorsicht. Da drüben liegt immer noch eine Spritze. Also, eine Spritze sei schon. Das sieht irgendwie so aus, aber ich denke, es wird Beruhigungsmittel sein. Und hier steht auch immer noch ein Kanalarbeiter und da liegt auch noch irgendwas. Also, da müssen wir auch noch irgendwann hin. Aber bisher, also, wir kommen ja schon hier nicht durch. Schauen wir mal, ob sich noch andere Wege öffnen. Hier kommen wir durch. So, und wenn mich nicht alles täuscht, dann ist hier unten das Lager der Penner. Genau. Das übertrieben creepige Lager der übertrieben creepigen Creeps. Und hier sind wir das letzte Mal nach oben nicht weitergekommen. Da war eine Frau hinter. Und ja. Genau, hier ist diese Gittertür verschlossen. Und ich gucke mal, ob wir sie hiermit öffnen können. Jawohl. Dann geht's hier weiter. Das ist eine Ratte. Nimm den Lappen oder das Schreiben oder nimm es. Ah ja, von hier. Ich habe mich ziemlich in die Scheiße hineingeritten. Nun habe ich mich total verlaufen und alles ist blockiert. Kein Weg raus. Mein Kopf tut höllisch weh. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich kann nicht ewig vor dieser Person weglaufen. Doch in meinem jetzigen Zustand ist es sinnlos. Alles ist sinnlos. Ich ruhe mich einfach etwas aus. Vielleicht passiert ja etwas Gutes. Wer es glaubt. Das ist, ich weiß nicht, ob wir so ein Schreiben schon mal gefunden haben, aber es verwendet deutlich weniger Großbuchstaben als die üblichen Briefe, die wir finden. Warte, 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 warte. Oh, sag mal nicht, ich muss das bis nach ganz rausziehen. Ja, ist gut, Mäuschen. Wir sind gleich weg. Entspann dich. Pieps, pieps, pieps.
So. Ja, hat mich geholfen. Beruhigungsmittel erhalten. Stark. Ja, ja, das ist ein Weg. Da ist ein rotes Buch und eine weitere Karte. Genau. Also wir haben es fast geschafft. Wir sind gleich raus. Wir müssen nur noch ein bisschen nach oben. Wird das letzte Let's Play jetzt werden, denke ich. So, warum? Oh. Oh. Oh, er springt direkt rein. Geh mal wieder raus, Kollege Schnürschuh. Haben wir jetzt? Wir haben Verstandspunkt. Wir haben auch noch keine Taschenlampe. Bei unserer Taschenlampe. Also wir haben schon eine Taschenlampe von Johnny. Da. Aber wenn wir die benutzen wollen, kommt da eigentlich in der Regel immer die Meldung. Keine Batterien. Aber ich nutze das mal und spring mal hier rein und guck, was hier drin so geht. Ich muss jetzt eine Batterie einlegen. Ja, genau. Genau das geht. Ja, nee, das ist Quatsch. Wir verlieren hier sehr, sehr viel. Wir lassen das mal sein. Und gehen da später vielleicht noch rein. Ist das in der Map eingezeichnet, der Weg? Nee. Das ist natürlich doof, dass der nicht eingezeichnet ist. Den werde ich garantiert vergessen. Also hoffe ich, dass wir baldestmöglich eine Batterie finden, dass ich baldestmöglich hier reingucken kann. Sonst werden wir das nie wieder sehen. Vielleicht liegt ja eine hier oben. Ah ja, da ist sie ja. Adriana, bleib sofort stehen. Ich will dir absolut nichts Böses. Ich sagte, keinen Schritt weiter, verdammt. Okay, alles klar. Ich bleib hier stehen. Und Waffe weg, sofort. Okay. Und jetzt langsam hochkommen. Wag es ja nicht, das Brecheisen wieder in die Hand zu nehmen. Geh zur Seite. Ja. Ja, von Seite zur Seite geht. Ich werde dich nicht angreifen. Warum sollte ich das auch tun? Ich bin auch selbst hier unten gefangen. Was willst du denn von mir? Warum verfolgst du mich? Weil ich sehe, dass du auch Hilfe brauchst. Verdammt, stehen bleiben, habe ich gesagt. Ja, tut mir leid. Ich suche doch nur einen Weg nach Hause. Das ist alles. Ein Weg nach draußen. Können wir reden? Na schön. Lass uns reden. Tolles Gespräch. Sieht wohl so aus, als ob es hier auch nicht weitergeht. Dabei hatte ich große Hoffnungen. Ich hab dir doch gesagt, dass hier alles dicht ist. Dieser Ort frisst deine Hoffnung gnadenlos auf. Zu denken, dass man hier so einfach rausspazieren kann, ist absolut naiv. Oh. So leicht werde ich aber nicht aufgeben. Ich habe schon so viel Scheiße in meinem Leben durchgemacht und erlebt. Dieses Mal kann es für mich auch mal positiv ablaufen. Hast du denn keine Angst? Ich würde lügen, wenn ich Nein sagen würde. Du überraschst mich. Ich hätte dich ganz anders eingeschätzt. Fußnote: Ich auch. Da bist du nicht die Erste, die das zu mir sagt. Ich würde mein ganzes Leben lang unterschätzt und klein gehalten. Viele betrachten mich als Sündenbock oder als jemanden, den sie hin und her schubsen könnten. Aber ich habe erkannt, dass ich mir selber helfen muss, um stärker zu werden. Und im Endeffekt bleibt uns nichts anderes übrig, sich diesem Albträumen hier selbst entgegenzustellen. Denn wer sollte uns schon helfen? Und da wir uns jetzt beide gefunden haben und in derselben Situation sind, wäre es doch das Schlauste, dass wir uns gegenseitig helfen. Ist das nicht eine super Chance für uns beide? Da hast du womöglich recht. Doch. Wie soll ich dir vertrauen? Wirklich jeder könnte mir so etwas erzählen. Und am Ende bin ich diejenige, die den Preis für mein unvorsichtiges und blauäugiges Verhalten zahlen muss. Klar, so würde ich das auch sehen. Ich weiß, dass es Zeit und Taten braucht, um Vertrauen aufzubauen.
Ich will dir ganz sicher nichts Böses. Ich will einfach nur einen Weg herausfinden. Und wenn wir das gemeinsam angehen, dann könnte es schneller gehen. Du lässt echt nicht locker, was? Nicht, wenn sich eine Chance bietet. Du willst doch auch hier raus, oder nicht? Unbedingt, aber es ist hoffnungslos. Nicht, wenn wir zusammenarbeiten. Ich weiß, ich bin ein Fremder für dich und kann auch nicht direkt dein Vertrauen gewinnen. Doch lass es mich wenigstens versuchen. Was genau willst du denn von mir? Dass wir gemeinsam einen Weg hier herausfinden. Gemeinsam? Sorry, aber ich kann das noch nicht. Nicht auf die Art und Weise, wie du mit dir das vorstellst. Bitte hab Verständnis. Okay. Aber ich kann dir sagen, wo du als nächstes suchen könntest. Ich habe schnell mitgekriegt, dass hier etwas nicht stimmt. Und diese Konstruktion zwischen uns ist nicht normal. Jemand oder etwas will, dass wir hier nicht mehr rauskommen. Konstruktion zwischen uns? Was? Es wird sicherlich einen Weg rausgeben. Doch den müssen wir eigenständig erarbeiten. So einfach wird das nämlich nicht. Wenn das nicht so einfach ist, dann verstehe ich nicht, warum wir nicht zusammenarbeiten. Es... Ach, egal. Es bleibt bei meiner Entscheidung. Ich werde einen anderen Weg finden. Oh. Ich weiß deine Hilfe zu schätzen. Doch ich sehe momentan keinen Grund, dass wir gemeinsame Sache machen. Du scheinst ein guter Kerl zu sein und du meinst es scheinbar auch ehrlich. Doch ich möchte dich nur ungern in meinem Scheiß mit reinziehen. Ich bin dir dankbar, dass du den Weg freigemacht hast, aber ich habe das Gefühl, dass dieser Weg hier nur für dich bestimmt ist. Wie meinst du das? Keine Ahnung. Es muss Hinweise geben, wie du den Weg öffnen kannst. Der Sektorleiter muss doch bestimmt etwas wissen. Vielleicht lassen sich Hinweise in seinem Büro oder in den Umkleideräumen finden. Also werden das wohl meine nächsten Ziele sein. Es tut mir leid, dass ich... Schon gut, ist okay. Falls wir uns hier unten wieder über den Weg laufen sollten, dann kann ich dir bestimmt ein bisschen mehr erzählen. Die Betonung liegt auf falls. Wo wirst du jetzt hingehen? Ariane? Was hat sie denn so erschreckt? Etwa dieses gruselige Ding hier? Ich hoffe, dass sie auf sich aufpasst. Ich hatte das Gefühl, dass sie mehr weiß, als sie zugeben wollte. Ich muss weitermachen. Okay. Kleine Randnotiz. Ich finde, die Intensität dieses Gesprächs wird ein bisschen dadurch gestört, dass in diesem Dialog, gut, ich habe mich jetzt recht langsam dadurch gearbeitet, aber die Hintergrundmusik irgendwie 3-4 Mal loopt. Das ist, und zwar sehr, sehr deutlich, das ist ein bisschen anstrengend gewesen. Ich muss sagen, wir nehmen mal das Brett hier mit. Ich habe schon eine Ahnung, was wir damit machen können. Scheint stabil zu sein. Dass mich der Charakter Tim immer mehr verwirrt. Ich finde ihn langsam nicht mehr glaubwürdig, weil wir erfahren ja, dass er von seiner Umwelt, also erinnern wir uns an die Fahrstuhlszene zurück, wo wir quasi hören, Tim wird als Außenseiter betitelt, Tim hat kaum Freunde, er ist irgendwie merkwürdig, ne? Und das sind ja Aussagen, das bildet er sich ja jetzt irgendwie ein, aber das muss ja von irgendwoher kommen, ne? Und das erfahren wir ja auch schon, dass er bei Therapiesitzungen war und alles nicht so in Ordnung ist und dass er eher so der Außenseiter ist. Und ich finde diese Bezeichnungen unpassend zu seiner Persönlichkeit, die wir unter anderem hier jetzt wieder gesehen haben. Er ist weder schüchtern, noch ein Eigenbrüder, noch sonst sowas. Er ist sehr aktiv. Er ist sehr aktiv und auf Adriana eingegangen, hat gesagt, hey, wir müssen stark sein, wir müssen hier rauskommen und du und ich müssen zusammenarbeiten. Er ist auf sie zugegangen, relativ hartnäckig. Auch sehr, sehr strong, indem man sagt, so, ja, ich weiß, du, ich würde nichts tun, er hat gleich seine Waffe weggepackt und alles. Sie hätte ihn ja genauso abstechen können, hätte er genau eine verrückte Irre sein können wie alle anderen hier. Ne? Also er hat erstmal überhaupt gar keine Angst vor ihr gehabt.
was man in dieser Situation nachvollziehen könnte, wenn er Angst gehabt hätte. Ich hätte Angst, wenn ich ihn dort drinnen wäre und vor mir sitzt auf einmal eine Frau auf einer blutverschmierten Nachricht oder was das hier sein soll, mit einem Obstmesser in der Hand und bedroht mich damit, während ich nur diese... Ja, das ist schon eine Sache, die ist nämlich nicht so alltäglich. Also er hat erstmal nur gar keine Angst vor ihr, ne, vor der Gesamtsituation bestimmt. Er geht auf ihr zu, er sagt von sich aus, ja, wir müssen hier stark werden, uns hält hier keiner weiter raus. Das ist unsere Chance, wir müssen zusammenarbeiten. Also ist sehr diplomatisch, sehr strong einfach dabei. Das finde ich ein bisschen merkwürdig. Ich meine, es kann sein, dass das zu dem persönlichen Wandel gehört, den Tim durchgeht. Es kann aber auch sein, ich bin mir nämlich nicht so ganz sicher, inwiefern dieses Szenario, in dem wir uns hier gerade befinden, real ist. Also ob wir uns wirklich in dieser Welt befinden. Ob das, also die reale Welt ist es definitiv nicht, ne? Aber es könnte so ein Silent Hill Moment sein. Es gibt irgendwie eine dunkle Parallelwelt oder so, in der wir uns wirklich befinden und Tim eine reelle persönliche Entwicklung durchmacht. Oder aber, was ich schon fast für wahrscheinlicher halte, wir befinden uns hier in einer Traumwelt. In einem Traum, in einer Illusion, irgendwas. Oder wir sind an einem Ort, der eigentlich ganz anders ist und wir bilden uns vieles, was hier passiert, nur ein. Und der Tim, der da jetzt gerade ist, ist ein Traum, ein Wunschdenken, eine so wie wir uns sehen oder so wie wir uns ganz gerne sehen würden. Das heißt, Tim ist jetzt in der Situation viel stärker, als er in der Realität wirklich ist. Weil, wenn wir uns zurück erinnern an die Szenen im Haus bei seiner Familie, da ist er überhaupt nicht so aktiv. Das sind zwar alles größtenteils Rückblenden, aber da ist er eher so, Alex, wollen wir was machen, was geht hier vor? Und hier ist er richtig, ich will nicht sagen abenteuerlustig, aber er ist wesentlich mental stärker. Ich finde es sowieso immer seltsam, dass es hier Situationen gibt, in denen er Panik und Angst kriegt, zum Beispiel wenn es dunkel ist, ne? Oder wenn er diese Lautsprecheransagen hört. Aber abseits davon ist er halt in diesen Dialogen, auch mit den Pennern und so, glaube ich, da war er auch viel stärker von der Persönlichkeit her. Und das, finde ich, passt nicht so ganz zum Gesamtkonzept, es sei denn, es soll genauso dubios und ungewöhnlich sein und da steckt noch was hinter. Das finde ich so ein bisschen interessant. Ich wollte es mal erwähnt haben. Ah ja, hier ist tatsächlich sogar was. Und meint, das ist die komische Konstruktion? Etwas Passendes muss in diese Vertiefung der Handflächen gelegt werden. Was ich halt merkwürdig finde, er ist halt schon, wie gesagt, ja, ich will ja die... Ich kann den gesamten Text auf dem Boden nicht lesen, da ein Teil von einer Tonne verdeckt wird. Die will ich ja gerade wegschieben. Okay. Und ich finde es halt ein bisschen auch merkwürdig, dass, also Adriana hat sich in diesem Gespräch gerade zum NPC gemacht, ne? In dem, und Tim war auch ordentlich dabei. Tim sagt, hey, ich weiß, es sind Taten und Zeit nötig, um Vertrauen aufzubauen. Tut aber aktiv nichts, außer sie weiter zu bedrängen. Während sie aber allerdings ihm was gibt, nämlich, ja, hier, sie gibt ihnen die Informationen, geh mal zum, was hat sie gesagt, Schichtleiter oder Verantwortlichen hier, da könntest du suchen und ich habe das Gefühl, hier geht's nicht für dich weiter, bla bla bla. Ne? Tim bietet null als Trade. Ne? Er könnte ja jetzt zum Beispiel sagen, hey, ich war schon an einem Ausgang, der ist versperrt und dann einen anderen Ausgang, da war Johnny gewesen, der hat die Tür verbarrikadiert. Er könnte allgemein von Johnny sprechen, weil um ihr zu zeigen, hier sind nicht alle irre, du kannst den Leuten noch vertrauen, gerade hier noch den Kanalarbeitern. Wir wissen ja allerdings nicht, es gibt eine kurze Schwarzblende, ob da in der Zeit, wo wir nicht zugeguckt haben, auch ein Gespräch passiert ist, irgendwie, oder ob die sich nur angeschwiegen haben, gerade hingesetzt haben, man weiß es nicht. Mir fehlt so ein bisschen, dass Tim sagt, du pass auf, ich biete dir auch Informationen im Austausch. Ich bringe jetzt die Tat, die du brauchst. Die Zeit musst du sehen. Du musst wissen, was du mit meiner Information jetzt antust. Er bietet ihr nichts als Gegenleistung. Was allerdings auch wieder auf seine eigenbrötliche Person zurückzuführen ist. Aber er hat schon das Wissen, ich muss was tun. Und ich weiß, dass du mir nicht vertrauen kannst. Aber er nutzt dieses Wissen halt nicht. Er sagt halt, ja, ich muss was tun, aber ich tue jetzt erstmal nichts. Ein Bildschirm weiter ist eine Karte. Die könnt ihr sich nehmen, könnt ihr hinpacken und sagen, da sind wir, da ist zu. Ich weiß nicht wohin. Ne? Und dann könnte sie sagen, ja, guck mal hier, da ist das Büro des Schichtleiters, da würde ich an deiner Stelle mal nachgucken. Ne? Auch wenn ich gar nicht weiß, wie wir da reinkommen. Aber vielleicht mit dem Schlüssel, den wir jetzt haben.
Gucken wir uns erstmal die Nachricht hier an. Ich will jetzt auch nicht gar nicht so lange auf dieser Szene herumverweilen, aber ich möchte schon ein paar meiner Gedanken mit euch teilen und natürlich auch mit Stitch, der diese Videos ja hoffentlich guckt, damit er meine Interpretation deuten kann und dann seine Schlussfolgerung daraus ziehen kann, ob das gut oder richtig ist oder der Charakter genauso rüberkommt, wie er rüberkommen soll oder vielleicht doch missinterpretiert wird. Schauen wir mal. So, was steht hier? Auf dem Boden steht 2 Diamanten. In meiner Hand ist es Freiheitsunterpfand. Was ist das für ein merkwürdiges und unheimliches Konstrukt? So etwas hätte ich niemals an einem Ort wie diesen erwartet. Die mir entgegengestreckten Hände weisen 2 runde Vertiefungen auf. Wir brauchen also 2 Diamanten, um irgendwie reinzukommen. Ich muss direkt an Aladdin denken. Der ungeschliffene Diamant. Wir haben aber leider... Ah, ein Vieh! Aua! Oh, no, was? Hau doch zu! Tot. Wir sind zwar da reingeschubst worden, aber nicht vergiftet worden. Das ist ein sehr günstiger Umstand. Ich muss mir merken, dass da pieps, 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 dass da hinten so ein Loch ist. Da ist noch so ein Vieh. Können wir dem... Nein, ich bin gerade daran vorbei. Okay, ich würde probieren, daran vorbeizusprinten. Hat leider nicht geklappt. Oh ne, hier ist eins zu tief. So tief wollte ich gar nicht. Jetzt habe ich meine Abzweigung verpasst, meine Ausfahrt verpasst. War das hier schon? Ich sage ja, die seitlichen Türen sind schrecklich. Könnte man... Wäre ich ein Fan davon, wenn man das optisch besser darstellen würde, könnte, sollte. So, kommen wir hier auch durch. Die Gittertür ist verschlossen. Auf dem Schild steht Tür zum Verbindungssektor. Das ist eine Gittertür. Kriegen wir die mit unserem Universal-Gitterschlüssel auf? Ich brauche den passenden Schlüssel, um die Tür zu öffnen. Nein, bekommen wir nicht. Oh Gott, ich brauche hier eine Karte. Und ich stand gerade vor einer Karte, aber das macht nichts. Und vor allen Dingen würde ich ganz gerne speichern, damit wir im Fall der Fälle, dass wir fallen, diesen Dialog nicht noch einmal lesen müssen. Der ist jetzt nicht schlimm, aber er verbraucht Zeit. So, Büro und Archiv. Das ist die 11. Da waren wir ja direkt schon. Wir haben auch unseren Schlüssel zur Umkleidekabine. Wir gehen aber erstmal zum Ruheraum. Als allererstes dort unsere... Ah, doch, wir haben das Brett gefunden. Da hab ich eine Idee. Und zwar, es gab irgendwo so eine Blechbrücke hier, die aber eingestürzt war. Das war relativ am Anfangsgebiet irgendwo. Und... Ja. Oh, da ist auch der Ruheraum. Deswegen denke ich, ist ja schon hier. Ist das ein guter Punkt, den man angehen könnte? Können ja auch ein bisschen, wollen wir uns Verbandskassen, Beruhigungsmittel gegen Gift, Erste Hilfe Set, Beruhigungsmittel. Da haben wir ein bisschen gelitten. Nee, geh jetzt mal raus. Wir nehmen auch mal einen Verbandskasten. Ich weiß nicht, ich finde es ein bisschen schade, ich müsste mir das jetzt merken, ich muss mir das echt mal notieren, wenn ich das hier sehe, Verbandskasten und Beruhigungsmittel, wie viel das aufpusht. Und dann mal das Erste-Hilfe-Set gucken, weil ich denke mal, Erste-Hilfe-Set wird wahrscheinlich auch HP irgendwie erhöhen, damit ich weiß, wann sich das lohnt. Aber ich denke, Erste-Hilfe-Set hält uns bestimmt einmal voll oder so. Okay, wir speichern hier. Und dann sehen wir uns hier mal um. Ich glaube, das war das sogar direkt hier vor? Nee, verdammt, ich hätte gehofft, dass das hier wäre. Das Eingestürzte. Uff, das war aber irgendwo hier am Anfang. Boah, diese Ratten nerven. Nee, da rechts ist es auch nicht. Da ist es.
Hier. Verdammt, der Weg über das Abwasser wurde zerstört. Und so wie es aussieht, werde ich den Sprung darüber nicht schaffen. Ich muss einen anderen Weg finden. Können wir hier das Holzbrett nehmen, was größer ist als wir selbst? Dann wollen wir mal sehen. Stark! Holzbrett verwendet. Da, oh, ist schon wieder so eine blöde Piepsemaus. Die macht mich fertig, ey. So. Und jetzt können wir erstmal als allererstes das hier wegboxen. Dann können wir nämlich auch hoffentlich die seltliche Tür nehmen. Stark! Und hier ist ein Klo. Komm jetzt sofort rein! Was? Ich sehe gerade jemand rein. Okay. Das Urinal ist voller krustiger gelber Flecken. Wie lange wurde hier schon nicht mehr sauber gemacht? Echt widerlich. Guck dich um, hier ist noch nie sauber gemacht worden. Etwas Feuchtes und Haariges kann ich durch einen Spalt in der Schachtel erkennen. Ich will wirklich nicht wissen, was sich darin befindet. Nee, lass mal stecken. Hier stehen ausgelaufene Badreiniger und Chemikalien. Okay. Geht nicht auf. Ja, ist, glaube ich, auch ganz gut so. Oh, da geht's noch eins weiter. Okay. Düstere Musik. Rotes Buch. Ganz, ganz böses Zeichen. Wir nutzen das direkt mal aus. Was haben wir hier? Batterie. Stark. Was ist das? Leuchtet so ein bisschen. Ha! Alter, wie das Vieh gleich abgeht. Gleich dreimal getroffen worden. Alter! Der Knockback ist so fies. Wahnsinn, hat mich das zerfetzt. Holy shit. So, mir. Baustopp. Wichtig! Wichtig! An alle Mitarbeiter von Sektor 7 und 8. Aufgrund kürzlich aufgetretener Statikprobleme habe ich entschieden, die Baumaßnahmen im Bereich der Abwasseranlage vorübergehend abzubrechen. Solange das Problem besteht, sind Bauarbeiten in jeglicher Form auf unbestimmte Zeit untersagt. Die Chefetage der Stadtwerke wurde bereits darüber in Kenntnis gesetzt. Bis dahin warten wir auf weitere Anweisungen von oben. Das Problem ist nicht dringend, jedoch rate ich davon ab, die statischen Schäden im Fundament durch weitere Arbeiten zu verschlimmern. Sobald wir ein Team aus Experten dabei und das Ganze abgesichert haben, können die Baumaßnahmen wieder wie gewohnt fortgesetzt werden. Sektorleiter Henry Lloyd. Was zur Hölle? Wir haben einen Bereich, der statisch mitgenommen ist irgendwie. Also dort statisch mitgenommen bedeutet, die Stabilität ist nicht gewährleistet und es könnte einstürzen oder so. Und aufgrund dessen sind alle Bauarbeiten untersagt. Und wie möchte man das Problem beheben, wenn man warten, bis dort von alleine zuwächst oder was? Das muss man ja bauen. Geht ja gar nicht anders. Ich glaube, ich weiß, was gemeint ist, und zwar, dass dort keine Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden, solange bis ein Bau stattgefunden oder eine Überprüfung stattgefunden hat. Aber ich finde das schon sehr witzig. Repariert es nicht, es könnte kaputt gehen. Der Snackautomat wurde komplett demoliert. Ist das Blut? Was hier noch passiert? Der Müll muss hier schon ewig liegen. Was haben wir hier? Hier hängt ein merkwürdiges Bild. Das Motiv ist total abstrakt und wirkt willkürlich zusammengesetzt. Ah. Die Einzelteile kann man bewegen. Ein Schieberätsel? Ich frage mich ernsthaft, was sowas hier unten zu suchen hat. Ja, natürlich untersuchen wir das. Oh. Okay. Let's go! Huch, das war eins zu weit. Damit. Jetzt bin ich irgendwie so ein bisschen aus dem Takt.
Es ist ein bisschen glitschig. Ja. Ja. Stark. Und jetzt? Und jetzt? Stark. Oh. Nicht schlecht, Dad. Ah, die unverbesserlichen Optimisten aus der Waage. Libra, 24. September bis 23. Oktober. Harmoniesüchtig, fröhlich und gerecht. Vage Menschen sind geistvoll und intelligent. Sie versuchen, jeden Streit im Keim zu ersticken. Deswegen hören sie bei Meinungsverschiedenheiten immer erst beide Seiten wie ein Käfer. Immer erst beide Seiten. Ein Vage Mensch bezieht nur dann Stellung, wenn er sich seiner Sache sicher ist. Nie verharrt er auf einem Standpunkt, wenn man ihn überzeugen kann, dass ein anderer besser wäre. Vagegeborene reagieren überempfindlich und kennen nur ihr eigenes Ich. Mangelt es ihnen an Wissen, dreschen sie Phrasen. Sie hören sich gern reden und versuchen, wo immer es geht, das letzte Wort zu haben. Ihre Unsicherheit überspielen sie mit aufgesetzter Forschheit und versuchen meist, sich gerne mit fremden Federn zu schmücken. Das ist sehr interessant. Ich weiß nicht, wir haben ja schon eins gefunden. Ich weiß Gott nicht, welches Sternbild wir schon hatten. Muss ich mal gucken. Aber hier der obere Abschnitt scheint halt die positive Deutung des Sternbilds zu sein. Und hier unten mehr oder minder derselbe Inhalt, nur andersrum gespiegelt. Also die negativen Eigenschaft oder negativ gedeutet. Das ist ja interessant. Das ist mir bei der vorigen Karte, glaube ich, nicht aufgefallen. Ob das da auch so ist, vielleicht gucken wir dann nochmal rein. Oder wir machen das einfach bei der nächsten Karte, die wir finden. Es wird ja nicht die letzte sein. Sternzeichenkarte gefunden. Mehr war da nicht drin. Das Bild heißt Pestilenz. Na, ein wirklich passender Name für hier unten. Ich frage mich, wo Dad dieses Bild bloß her hat. Stark. Das war gut. Also ich weiß jetzt nicht, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Sternbilder es gibt. Gibt es 12 genau oder so? Wie viele hier wir hier noch finden werden. Okay, wir haben jetzt also eine Batterie. Das heißt, wir können in dunkles Gefilde. Und dazu speichern wir erst einmal. Da fallen mir jetzt zwei Räumlichkeiten ein, wo wir die nutzen können. Zum einen da, wo wir gerade waren. Und das werde ich auch als erstes machen, weil kann ich das schon mal nehmen eigentlich? Das ist gerade geil. Ach da, die war das Notizbuch. Zum einen der Ort, an dem wir gerade waren. Und wo ich meinte, da muss ich jetzt unbedingt hin, sonst vergesse ich den. Und zum anderen diesen einen dunklen Ort, ich weiß gerade gar nicht, wo der war, aber es gab halt einen dunklen Raum, wo wir ohne Taschenlampe noch nicht rein konnten. Diese beiden Orte werden wir jetzt abklappern und wie erwähnt fange ich mit dem Ort an, wo wir gerade die Wand aufgestemmt haben, weil ich mir gut vorstellen kann, alleine weil der so versteckt war, dass das, naja, halt was Verstecktes ist. Ne? Hier war auch noch eine Tür. Das war auch der Sektorleiter, ne? Büroarchiv, Henry Lloyd, genau. Huch.
Ja, weil wir halt deine Wand aufschlagen mussten, gehe ich mal so ein bisschen davon. Das war falsch, ne? Schiebt da schon zum fünften Mal die blöde Tonne weg. So. Und ich glaube, der andere Raum war der hier, der Workroom, der dunkel war. Aber wie gesagt, ehe wir da reingehen, gucken wir uns die andere Ecke erstmal an, weil das wirkt für mich wie ein optionales Top-Sekret. Und, oh, diese Maus. Ja, noch eins weiter. Da. Gucken wir erstmal da rein. Taschenlampe ist S. Batterie verwendet. Keep out. Dort hängt ein Warnschild. Vorsicht, heißer Wasserdampf. Es drohen Verbrennungen und Überhitzung des Körpers. Draußen bleiben. Ob man den Wasserdampf hier drin wohl regulieren könnte? Was ist das? Alter. Ist das hier nicht dieses Vieh, vor dem wir die ganze Zeit fliehen? Wir gehen mal nicht weiter in die Richtung. Ist das hier der Wasserdampf? Okay. Oh, es ist weg. Oh. Dammit. Hier kam der nur so impulsmäßig. Da hinten wabert was grün. Oh, man sieht echt hammer wenig. Okay. Ach, come on. Achtung, die drei Hauptventile in diesem Bereich dürfen weder angefasst noch geöffnet werden. Das Ablassen der Wasserdämpfe bildet heiße und feuchte Luft, die Schimmelbildung und sogar die Veränderung der Statik zur Folge haben könnte. Deswegen ist es hier so feucht und heiß. Irgendjemand muss alle Hauptventile aufgedreht haben. Wenn ich sie wieder schließe, dann müsste sich der komplette Bereich hier wieder normalisieren. Hoffe ich zumindest. Da oben ist ein grünes Buch. Cool. Das ist auch schon eins der Ventile, ne? Stark. Ich glaube, das fand irgendjemand nicht so gut. Okay, hier scheint der Weg frei zu sein jetzt. Die Akustik ist sehr cool gemacht. Hinten leuchtet etwas grün, da würde ich ganz gerne hingehen, aber da ist noch Dampf. Der Weg hier hinten ist jetzt frei. Vorsicht, ich habe so ein bisschen Sorge, dass ich hier sonst gleich random in eins reinrenne, was ich vorher nicht kommen sehe. So, wir sind. Ne, hier ist noch Dampfbarrikade. Ach, hier ist ja noch eins. Gar nicht gesehen. Es wäre hier ein fieses Dampfmonster, dem wir richtig einen Strich durch die Rechnung machen. Manu, ich will da rein. Gut, das war das zweite. Ich gucke mal, ob wir jetzt ganz links rein können, wo es da grün geleuchtet hat. Chaos-Disk. Oh. Stark, stark. Sehr stark. So, irgendwo muss es jetzt noch weitergehen. Zu dem mittleren Bereich. Noch zu den oberen Bereich, da. Aber von hier ist erstmal. Hier ist erstmal nichts weiter. Dann muss ich hier was übersehen haben. Irgendwo. Ah! Hier war auch schon wieder irgendwas. Das Gestrüpp blockiert die Tür. Ich muss es irgendwie entfernen können, wenn ich sie öffnen will. Ja, eins nach dem anderen.
Oh, da war noch Dampf. Ja. Haben wir noch was? Noch ein Streichholz? Ein Feuer zu entfachen kann ich bei der hier herrschenden Feuchtigkeit vergessen. Das habe ich mir fast gedacht. Ja, doch. Was haben wir noch? Verbandskasten, Übungsmittel, Erste-Hilfe-Set, Gegengift, Brecheisen. Das ergibt keinen Sinn. Ich habe nicht wirklich was Sinnvolles. Ich sag jetzt nicht, ich brauche hier noch irgendeinen Schlüssel oder so. Mann. Da liegt was. Ein Verbandskasten. Den werde ich nach der Nummer hier aber auch brauchen. Oh, das ist schon wieder er. Und weg ist er. Ist das schon der Rückweg? Komm hier nicht weiter. Was ist denn das dritte Ventil? Oder brauche ich hier tatsächlich noch irgendeinen Gegenstand? Ich sehe halt auch nicht, ob das Ventil dahinter ist. Ich weiß nicht, ob es dahinter ist. Sollte es dahinter sein, dann wäre das gut, wenn das sichtbar wäre. Weil dann wüsste ich jetzt direkt, ich komme nicht weiter. Ich brauche erst irgendwas, um das hier wegzukriegen. Jetzt gerade weiß ich es nicht. Und sehe mich deshalb hier weiter um. Ob ich irgendwas übersehen habe. Aber mich deucht, dass dahinter was ist. Oh ne, hier ist das letzte. Ah, sieht wohl so aus, als ob ich alle Rohrleitungen geschlossen habe. Gut, dann habe ich auch nichts gesagt. Dann sind wir hier. Metallkiste untersuchen. Nein. Wir holen uns erstmal das grüne Buch, was uns komplett heilt. Stark. Und jetzt untersuchen wir die Metallkiste. Alles klar. Was zur Hölle, sag ich da jetzt nur, aber hier hängt ein Zettel, da steht bestimmt ein Hinweis drauf. Sie schenken uns Leben und Wohlstand. Sie schenken uns Tod und Zerstörung. Wir sind von ihnen abhängig. Wir sind so unterschiedlich, jedoch, nee, sie sind so unterschiedlich, jedoch gehören sie zusammen. Sie waren schon immer da und sie werden für immer da sein, selbst wenn wir schon längst fort sind. Das ist wieder so herrlich, herrlich, verwirrend, ohne jegliche Aussage. Kommen wir noch runter? Nee. Gut, dann machen wir das, was ich immer tue in so einem Fall. Ich mache mir kurz einen Screenshot davon. Und dann sinnieren wir kurz, was es damit auf sich haben könnte. Und gucken uns dann parallel das Rätsel dazu an. Und gucken erstmal, was für Möglichkeiten wir bei diesem Rätsel überhaupt haben. Also ob ich irgendwie was auswählen oder vertauschen muss. Ah, ich kann hier was verwenden. Was haben wir denn? Scheiße. Sie schenken uns Leben und Wohlstand. Sie schenken uns Tod und Zerstörung. Wir sind von ihnen abhängig. Sie sind so unterschiedlich, jedoch gehören sie zusammen. Sie waren schon immer da und sie werden für immer da sein, selbst wenn wir schon lange fort sind. Ey, was zur Hölle? Das scheint wohl ein fixes Symbol zu sein. Okay, haben wir davon noch mehr? Okay, die beiden sind fix. Sie schenken uns Leben und Wohlstand. Sie schenken uns Tod und Zerstörung. Wir sind von ihnen abhängig. Sie sind so unterschiedlich, jedoch gehören sie zusammen. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung, inwiefern das beides... Ich weiß ja auch nicht, ob das beides überhaupt in Zusammenhang gebracht werden soll.
Unzählige Maden tummeln sich im stinkenden Abfall. Ansonsten habe ich jetzt... Ich verstehe die Frage nicht, ne? Das ist immer so mein Lieblingsspruch. Ich verstehe die Frage nicht, also kann ich die Antwort nicht finden. Nehmen wir uns mal den ersten Abstand vor. Sie schenken uns Leben und Wohlstand. Wie viele sind es? Es sind... Sie schenken uns das, wir sind von ihnen abhängig, sie schenken uns das, sie waren schon immer da. Also wir haben hier mal, sie sind. Das heißt, ich könnte mir jetzt vorstellen, dass alle vier Zeilen hier irgendwas Spezielles darstellen sollen. Mit den hier unten könnte ich mich schon irgendwie identifizieren. Also sie schenken uns Leben und Wohlstand, könnte ich jetzt sagen, den Baum gibt es hier gar nicht. Bei Farben habe ich keine Idee, nicht mal den Hauch einer Idee. Sie waren schon immer da und sie werden für immer da sein, selbst wenn wir schon lange fort sind. Die Symboliken auch nicht wirklich. Und die Symboliken hier auch keine Ahnung, wie die in irgendeiner Form zusammengebracht werden sollen. Also so null. Ne, wenn ich mir überlege, bei dem Schlüsselrätsel, da hatten wir Zahlen, da hatten wir einen Hinweis, da hatten wir Farben, da konnte man mit arbeiten. Hier fehlt mir jetzt gerade jeglicher Zusammenhang. Ich könnte mir jetzt vorstellen, Baumgrün. Hier ist blau, also Fisch oder Wasser. Okay, Feuer nehmen wir mal rot, so, ne? Und hier Blitz nehmen wir mal gelb. Ne, das könnte ich mir vorstellen, aber wenn das hier oben miteinander zu suchen hat, man könnte, wenn man die Pfeile wirklich nimmt, die Position in dem Text irgendwie nehmen. Also wir sagen, der Text ist ganz unten, sie waren schon immer da und sie werden für immer da sein, selbst wenn wir schon längst gegangen sind. Da haben wir einen Blitz, da haben wir einen Küken, da haben wir einen Regen oder so, nochmal einen Blitz. Sorry, bin ich vollkommen raus. Ich verstehe hier gerade leider nicht, was der Künstler mir sagen möchte. Vielleicht finden wir weitere Hinweise. Vielleicht müssen wir aber auch erst hier uns durchschnibbeln. Vielleicht finden wir da einfach nochmal eine Heckenschere oder irgendwas. Ich weiß auch nicht, was da drin ist, aber vielleicht ist da drin irgendwie ein größerer Hinweis auf das Ganze. Ich muss mir auf jeden Fall merken, dass es diesen Weg gibt und dass es sich lohnen könnte, gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt hierher zurückzukehren. I hope so. Das ist jetzt wenigstens irgendwie markiert, wo wir drin waren. Ja, das ist der Bereich hier, der da, wo wir gerade drin waren. Sehr cool gemacht. Also ich halte das schon für einen optionalen Bereich irgendwie. Und der ist auch eingezeichnet, aber halt ja, so richtig schön optional. Nach dem Motto, ja, hättest du es doch die ganze Zeit sehen können. Aber es ist nicht so unterlegt, also hinterlegt wie die anderen Bereiche. Also auch wieder so ein, naja, du hättest es sehen können. Aber wir machen das nicht ganz so offensichtlich, wie du dir vielleicht gewünscht hättest. Ja, schade. Ich hätte da gerne mehr gerätselt. Aber wie gesagt, ich verstehe da gerade die Frage nicht. Also wäre das Antworten, das nach der Antwort suchen nichts weiter, außer jetzt ein richtig heftiger Tryhard. Und da habe ich keine Lust. So, dann haben wir noch diesen Raum. Allerdings, um diesen Raum betreten zu können, da gibt es in dieser Version hier einen Bug. Und dazu, den muss ich, das hat mir der gute Stitch erzählt, in den Einstellungen die Schattenquellen ausschalten. Weil sonst das Spiel abstürzt, wenn ich da reingehe. Und ich hoffe, dass das jetzt klappt. Oh, wir haben gerade gespeichert. Ja, wir sind hier drinnen und ich mache die Taschenlampe an. Hier blitzt es. Ein bisschen aufpassen. Das Stromkabel scheint kaputt zu sein. Es scheint so, als ob es absichtlich zerstört wurde. Wer macht denn sowas? Was ist hier? Enter? Der Schrank klemmt. Er geht nicht auf. Darunter befinden sich lauter Schleifspuren.
Sieht so aus, als ob etwas Schweres hier hin und her geschoben wurde. Jena, der Schrank selbst. Probier ihn mal mit dem Brecheisen aufzustemmen. Normal, Dinos. Ja, okay, ich kann ihn nicht nach unten ziehen, obwohl es offensichtlich Schleifspuren nach unten gab. Aber zur Seite ging. Okay. Alter. Batterie erhalten. Verbandskasten erhalten. Ersthilfeset erhalten. Gegengift erhalten. Alter, was für eine Schatzkammer. Krass. Abgesehen von den beiden Leichen, die da oben hängen und von der Decke tropfen. Ein ziemlich netter Fund. Stark. Auch wenn es uns gerade zu P2P geht. Mit 24, 25. Okay. Überall weiße Handabdrücke und Zettel mit unverständlichen Wörtern drauf. Ah. Okay. Ich weiß nicht, ich will jetzt, wenn so Fässer vor Wänden stehen, die immer mal wegschieben und die Wände kontrollieren. Der Schrank geht nicht auf, als ob dieser Handabdruck mich daran hindern würde, ihn zu öffnen. Hm, tut er scheinbar auch. Ha! Das ist nur ein Arbeitsschutzhelm. Er sieht total demoliert aus. Mami! Was? Metallkiste. Oh Gott, bitte, 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 bitte. Stark. Wir brauchen erstmal wieder einen Hinweis. Ansonsten brauche ich hier gar nicht weitermachen. Zweimal Beruhigungsmittel, einmal Streichhölzer. WTF? Im Spind ist nur noch Müll zu sehen. Was eine Schatzkammer hier, ey. Alter Schwede. Oh, was liegt hier? Rostiger Schraubenschlüssel erhalten. Das Ding sieht ganz schön schäbig aus. So viele Einsätze hält es bestimmt nicht mehr stand. Verdammt. Ah, guck mal hier. Ich wüsste nicht, was es für einen Sinn hat. Streichhölzer. Nö, die Laterne lass mal schön an. Sinnlos, hier etwas mitzunehmen. Der Gebrauch dieser Werkzeuge wäre zwecklos. Warum? Sind die alle verrottet und kaputt? Oder was? Oder weißt du nur nicht, wie man damit umgeht? Was ist das hier für ein... Weil das ist doch... Das ist doch voll blöd. Hm. Das scheint ein fixes Symbol zu sein. Die anderen kann man ändern. Wirklich? Jetzt sag... Okay. Das scheint ein fixes Symbol zu sein. Okay, ich gehe jetzt mal, also Alpha ist ein griechischer Buchstabe, ist fix. Ich gehe mal davon aus, ich rate jetzt einfach mal Alpha, Beta, Gamma, Omega, Gamma, Alpha, Beta, Alpha, Beta, Gamma, Delta, so rum. Hier ist das Ohr fix, Auge, Mund, Ohr. Mal gucken, ob wir hier noch eine Nase haben. Ich meine, Hand geht auch noch als Tastsinn, also die Sinnesorgane sind. Was ist hier unten fix? Das Herz. Okay, Pik, Karo, bitte noch Kreuz. Okay, das war easy. Lagerraumschlüssel erhalten. Okay. Wir gehen dann halt einfach wieder. Was war das? Was war das? Was war das?